Schweizer Gemeinwesenverein Institutionen funktionieren nur, weil sich nach wie vor viele Freiwillige in ihrer Freizeit engagieren. 2 Milliarden Franken würde es nur schon den Sport kosten, müsste die Arbeit bezahlt werden. Das kann sich der Sport nicht leisten. Nicht nur der Sport, die ganze Gesellschaft ist auf sogenannte Volunteers angewiesen. Tendenziell gibt es aber immer weniger Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Dazu ändern die Voraussetzungen, dass sich jemand Zeit kann oder will nehmen, zu helfen. Was kann man dagegen machen? Das Stichwort heisst Corporate Volunteering. Das heisst, Firmen unterstützen mit ihren Angestellten Events. Was ist das genau, das Corporate Volunteering? Wer steckt dahinter? Und was könnt ihr als Verein oder als Verband machen, damit Firmen euren Anlass mit ihren Angestellten kostenlos unterstützen? Ihr hört den Boxenstopp, den Vereinssportcast vom Zürcher Kantonalverband für Sport, wo ihr viel wissenswert, Spannendes und Hilfsreiches für eure Arbeit im Verein erfahrt. ZKS Boxenstopp, der Vereinssportcast. Ich bin Regula Späni und begrüße bei mir den Markus Solinger, Leiter Marketing vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG, der mit der Marke Gasenergie auftritt, und den Marc Wirz, Geschäftsführer von Swiss Volunteers. Marc Wirz, was macht ihr mit Swiss Volunteers genau? Ja, danke Regula für die Einladung. Swiss Volunteers ist eine Plattform für Freiwilligenarbeit. Wir sehen uns als ein Programm, also einerseits in der Rekrutierung von Freiwilligen, in der Einsatzplanung, also im Management der Freiwilligen. Und das dritte Standbein ist die Wertschätzung. Das ist immer sehr wichtig, dass man eben auch diesen Arbeiten und diesen Einsätzen kann eine Wertschätzung gegenüberstellen. Swiss Volunteers gibt es schon seit 2008. Wir sind entstanden aus einem Projekt, dazu mal von der Euro 2008. Und insofern schließt sich bald mal der Kreis mit 2025 bei der Frauen-EM, wo dann in der Schweiz wird stattfinden. Jetzt, wie hat sich dann das Volunteering verändert? Hat sich es überhaupt verändert? Ja, ich denke, es hat sich stark verändert. Also wir haben sicher während der Pandemie, nicht nur in der Freiwilligenarbeit, aber in der Gesellschaft, hat sich sicher einiges verändert. Die Lebenszeit ist da sicher zentral. Ist sicher ein bisschen mit Bedacht da, wo man die Lebenszeit dort einsetzen. Und das spüren sicher auch Veranstaltungen, dass man sich eben sehr selektiv die Veranstaltungen auswählen, wo man eben möchte einen Einsatz leisten. Wir haben das Gefühl, Personen in der Gesellschaft möchten Veranstaltungen unterstützen, aber wie gesagt, es ist vielleicht nicht mehr so planbar. Man tut sich vielleicht eher spontan entscheiden, ob man dort helfen oder nicht. Aber im Grundsatz sind wir sicher dann auch gespannt, wie sich die Gesellschaft wird entwickeln, weil schlussendlich haben wir in der Gesellschaft einiges, wo wir bewältigen müssen. Es sind verschiedene Probleme auf dieser Welt auftaucht, die es vielleicht vor so nicht gegeben hat. Aber es kann durchaus etwas sein, wo man mal eine andere Perspektive bekommt, wenn man eben in einer Veranstaltung helfen kann. Das macht ihr, Markus Solinger, mit eurer Firma, mit Gasenergie. Kannst du uns vielleicht schnell erklären, was ist Corporate Volunteering? Ja, Corporate Volunteering ist eins von vielen Modulen, die wir zusammen mit Swiss Volunteers entwickelt haben. Ich bin ja der Vertreter von einem Verband hier und habe die Aufgabe, dass meine Mitglieder irgendwelche Aktivitäten unternehmen können. Und wir haben etwa 4 Module, die dort drin sind. Das eine ist, dass wir bei solchen Veranstaltungen biogene Abfälle einsammeln können und somit den Nachhaltigkeitsgedanken rein tun. Wir tun unseren Mitgliedern aber auch VIP-Tickets oder Hospitality-Tickets zur Verfügung stellen, damit sie mit ihren Kunden an die Veranstaltung gehen können. Wir wissen, dass Swiss Volunteers rund etwa 100 Veranstaltungen auf der einen Seite hat und x-tausende Volunteers auf der anderen Seite, die sich finden, tun. Dann haben wir natürlich das Corporate Volunteering und mit diesem Programm wollen wir unseren Mitarbeitern vom Verband die Möglichkeit geben, sich nachhaltig zu betätigen und auch im Sinne von Teambuilding, aber auch unseren Mitgliedern mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das Modul Nummer 4 ist die Volunteer-Ehrung.
wo wir für einen speziellen Anlass einen Volunteer speziell hervorheben und dem Danke sagen. Als Beispiel Athletissima in Lausanne, wo ein unwissender Volunteer einfach aufgerufen wird und dann ins Stadion hineingebeten wird, wo wir von der Gasindustrie ihm ein Geschenk oder ihr ein Geschenk übergeben können und ganz herzlich Danke sagen vor einem vollen Stadion. Jetzt, was profitiert denn ein Unternehmen davon, wenn es mit seinen Mitarbeitenden an einer Veranstaltung geht, helfen? Ja, das ist unbeschreiblich. Das ist ein Team-Event, wo man, ja, das kann man nicht kaufen. Wir sind zum Beispiel mal ein Schwingerfest gegangen mit riesig schönem Wetter, Bombenstimmung war dort. Das war vor 2 Jahren und unsere Mitarbeiter schwärmen noch immer von diesem Event dort. Einfach, weil es ein Erlebnis war. Man war nahe bei diesen Schwingern, man durfte hinter dem Brunnen absitzen und zuschauen. Und wir haben ab und zu sogar gehört, wenn dort die Paarungen ausgehandelt worden sind, wer jetzt dagegen, wer muss schwingen. Und das kann man nicht kaufen. Und das war ein Event, das unsere Mitarbeiter bis heute noch immer erzählen und auch wertschätzen tun. Marc Wirz, aus Veranstalter-Sicht, was sind denn die Vorteile? Du hast es schon ein bisschen erwähnt, oder? Das ist vielleicht ein bisschen besser planbar, wenn man sagt, die Firma kommt mit so und so vielen Leuten. Gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, profitiert eben ein Veranstalter, wenn er mit einer Firma zusammenarbeitet? Ja, da gibt es verschiedene Punkte. Also mit einer Firma zusammenarbeiten braucht sicher eine Vorbereitung. Das muss man sicher beachten. Dass man sich eben genau absprechen tut, mit wie vielen Personen kommt man da, was sind die Aufgaben, wie muss sich da vorstellen, es sind vielleicht teilweise Leute dabei, die noch nie an einer Veranstaltung geholfen sind und die können sich das so gar nicht vorstellen und entsprechend braucht es da einfach wirklich eine Vorbereitung, ein Briefing. Aber wenn man dann natürlich dann sagt, man kommt mit 10 oder 12 Leuten an dem Tag, zu dem Zeitpunkt, dann hat man natürlich als Mitarbeiter auch eine gewisse Erwartung, dass man jetzt da eben kann helfen, dass der Einsatz auch gut geplant ist. Und das braucht dann natürlich schon auch eine gute Planung vom ganzen Einsatz. Aber ich glaube, sonst an und für sich ist man dann integriert. Also man ist dann nachher ein Helfer. Also man ist da nicht irgendwo privilegiert, sondern man hilft dann dieser Veranstaltung, dass es ein Erfolg wird. Und der Markus hat es gesagt, man ist dann ein Teil vom Ganzen und man ist dann in dem Sinn auch ein bisschen die Visitenkarte. Oder? Man hat dann oft vielleicht einen Erstkontakt mit einem Besucher oder einem Sportler. Und das ist schon entscheidend, was für eine Einstellung das man hat, wie tritt man da auf. Und entsprechend braucht es natürlich dort dann auch eine gute Vorbereitung. Und am Schluss dann vielleicht auch noch ein Debriefing, wo man dann kann sagen, ja, was ist jetzt da passiert? Weil eben nochmal, ich habe es schon gesagt, es sind zum Teil Leute, die das noch nie gemacht haben. Und die muss man vielleicht ein bisschen speziell betreuen. Aber am Ende des Tages sind das Helfer. Und da wird auch etwas erwartet. Markus Solinger, wie tun denn die Mitarbeitenden vorbereiten, möglicherweise auch vom Geschäft aus? Ja, das ist ein Prozess, der so Anfangs Jahr anfängt, wenn wir so die Jahresplanung hineingehen, jetzt mit Swiss Volunteers zusammen, wo wir welche Aktivitäten aktivieren. Und unter anderem ist auch das Corporate Volunteering ein Thema. Dieses Jahr zum Beispiel haben wir die Events angeschaut und haben den Mitarbeitern 3 Möglichkeiten vorgestellt, wo sie dann individuell können auslesen können, an welchen Events sie dann gerne als Volunteers auftreten. Aber sie müssen nicht, also es ist immer freiwillig? Es ist Volunteering, es ist freiwillig, sie müssen überhaupt nicht. Aber die Frage war ja, was braucht es für eine Vorbereitung? Ja, das ist nicht so einfach so schnell, dass das passieren tut. Warum? Weil wir wollen ja den Mitarbeitern ein tolles, ein gutes Programm anbieten. Das heisst, man muss einmal im Vorfeld sondieren, welche Events sind überhaupt geeignet, grössere Events, kleinere Events. Dann müssen wir schauen, ob die Veranstalter Volunteers brauchen. Und dann können wir einen Vorschlag machen. Und bis jetzt war es immer so, dass der Markt zu uns gekommen ist. Dann haben wir die 3 Programme vorgeschlagen. Und jetzt sind wir gerade im Momentum drin, wo die Mitarbeiter das Kreuzchen herentun, zu welchem Volunteering-Programm oder Event wollen sie Volunteering machen. Gibt es denn auch Kriterien, wo ihr sagt, diese Person kann dort her, diese Person kann da hin? Oder ist das wirklich ein weisses Blatt, wo sie das Kreuzchen machen können, wo sie Lust haben? Wir haben überhaupt keine Kriterien, weil wir schlagen ja die 3 Events vor, unsere Mitarbeiterinnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können an allen drei Events Volunteering betreiben oder sie können einfach ein Event rausnehmen. Und das sind Events, die entweder unter der Woche stattfinden oder die meisten finden am Wochenende statt. Also es ist alles freiwillig. Marc Wirz, wenn jetzt ein Unternehmen Interesse hat oder, und sagt, das ist eine super Sache, wir haben jetzt den Podcast gehört, wie müssen Sie vorgehen? Ja, mal am besten mal den Kontakt suchen zu uns. Es kann eine E-Mail sein oder auch telefonisch. Und dann braucht es sicher mal ein Gespräch. Also das ist sicher die Voraussetzung, mal auch ein bisschen die Rahmenbedingungen erklären, um was es überhaupt geht, was sind die Vorstellungen. Oftmals ist das vielleicht eine Person, die aus dem Human Resource kommt, wo vielleicht das schon mal gemacht hat und muss das vielleicht auch noch intern am Chef oder der Chefin dann auch noch verkaufen oder auch erklären. Und dann muss man halt dann schon auch sagen, es ist eine Veranstaltung. Oftmals halt am Wochenende. Sportveranstaltungen sind oft am Wochenende. Und es ist natürlich auch irgendwo etwas Gemeinnütziges. Also es ist nicht ein soziales eine soziale Institution, wo man kann sagen, ich gehe jetzt da ein Waldstück vom Abfall entfernen, sondern es ist wirklich eine Live-Veranstaltung und da wird auch etwas erwartet, weil die Veranstaltung, die findet dann statt. Und also da braucht es dann wirklich eine gute Erklärung. Und dann können wir das Ihnen vorschlagen, was wir sehen. Wir müssen sicher mit dem Veranstalter noch reden, was kann das für eine Aufgabe sein. Wir versuchen immer etwas Attraktives zu bringen, weil es ist natürlich unter Umständen für eine Person das erste Mal und da will man natürlich auch etwas bieten. Und für den Veranstalter ist es auch immer eine gute Chance, dass er eben in Kontakt kommt mit potenziell neuen Personen, die dann vielleicht auch in Zukunft helfen können. Und natürlich auch mit Firmen. Das darf man nicht unterschätzen. Die Firmen können natürlich auch noch weitere Sachen machen im Sponsoring. Und dass man dort natürlich auch einen guten Kontakt kann pflegen kann. Mhm. Wie ist es denn, oder? Eben, du hast geredet vom Schwingfest und Weltklasse Zürich, wo ihr gewesen sind. Das sind natürlich Top-Veranstaltungen, die super organisiert sind. Jetzt gibt es aber auch kleinere Veranstaltungen, die Volunteers brauchen, wo man halt dann möglicherweise 3 Tage im Regen steht, oder? Und das man soll ja dann auch noch ein Erlebnis sein. Wie ist es denn? Geben dir etwas zurück? Sagen dir, ja, du kannst dafür am Montagmorgen frei machen, wenn du das ganze Wochenende im Regen gestanden bist und in der Weitsprunggrube gerechelt hast? Oder wie sieht denn das aus? Ja, also ich glaube, es gibt eine ganze Palette von Möglichkeiten. Vom einen Extrem, wo man sagt, ja, nein, das ist Volunteering und das gehört jetzt einfach dazu und der Arbeitgeber gibt sozusagen nichts. Oder auf der anderen Seite, wo man dann eine ganze Palette hat, für die Mitarbeiter ein bisschen das Dankeschön auszusprechen. Wie machen es wir? Wir schauen, dass wir nach der Veranstaltung, wenn wir geholfen haben, zusammengehen, gehen ein Bier nehmen oder Wurst essen, einfach noch ein geselliges Beisammensein. Und dann gehen wir einmal pro Jahr gehen wir ein gutes Mittagessen miteinander nehmen. Und das ist der Dank. Wenn jetzt der Event unter der Woche ist, dann ist das für uns klar, das geht auf Arbeitszeit. Wenn es am Wochenende ist und Spass gemacht hat, wie es bei uns noch nie ein Mitarbeiter kommt, und gesagt, ja, das wird jetzt auch aufgeschrieben haben. Alles klar. Was kann denn jetzt ein Verein machen, Marc Wirz, oder ein Verband, wenn die sagen, auf was müssen Sie schauen, wenn Sie Corporate Volunteering machen wollen? Auf was muss der Verband schauen? Ja, ich denke, er muss sich schon überlegen, dass da eine Personengruppe kommt, also dass da vielleicht ein eingespieltes Team daherkommt. Also das kann natürlich auch sehr spannend sein, dass man vielleicht einen speziellen Job dieser Gruppe kann abtreten und sagen, organisieren jetzt vielleicht irgendeinen Verpflegungsposten oder einen Verkauf von gewissen Artikel während dieser Veranstaltung, also dass man sich wirklich auch ein bisschen in diese Situation reindenken tut. Wie ist die Firma unterwegs? Was sind vielleicht die Bedürfnisse? Sind das vielleicht Personen, die ja, vielleicht Ingenieure, die vielleicht sehr genau können vielleicht einen Anlass analysieren, dass man vielleicht auch ein Feedback bekommt? Oder hat die Person oder die Personengruppe schon Kontakt gehabt mit Jugendlichen und so weiter? Also dass man dann vielleicht auch sagen kann, okay, ihr könnt auch eine Gruppe führen, die dann eben vielleicht gewisse Animationen hervorruft. Also ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Es kommt wirklich darauf an, was ist das für eine Firma? Und
Wo sind Ihre Stechen, oder? Wo man sie dann gezielt einsetzen kann. Zum Beispiel, genau. Was kann ich dann jetzt als Vereinsmitglied, hast du da noch einen kurzen Tipp, Vereinsmitglied machen, um sagen, damit ich meinen Arbeitgeber kann motivieren, das Corporate Volunteering zu machen? Ja, jeder Verein, jeder Verband hat ja auch Mitarbeiter, die sind irgendwo tätig und da kann man ja mal den Chef oder die Chefin fragen, ja, wie wäre es, oder? Ich meine, ich kann ja mal die Idee mal einbringen und schauen, was passiert. Man kann ja höchstens Nein sagen als Vorgesetzter. Aber ich glaube, die Innovation oder die Initiative kann jeder mal bringen und sagen, ja gut, ich bin jetzt jedes Wochenende am Wochenende im Einsatz gestanden. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass ich da Kompensation überkomme oder dass man vielleicht einmal als Team kann so einen Einsatz leisten? Und ich glaube, da ist jetzt irgendwo halt auch ein bisschen gefragt, wie kann man das heute machen? Heute ist man nicht mehr so offenherzig da, als Firma kann Geld geben für ein Logo irgendwo Gassi zu führen, sondern da muss man vielleicht auch Ideen bringen und sagen, mal, das ist ein aktiver Teil für Bevölkerung, für Gesellschaft. Also möglicherweise eben auch in den Sponsoring-Vertrag reinnehmen, dass das eine Leistung ist, wo man dann eben das Logo kann spazieren führen, indem man Mitarbeitende zur Verfügung stellt. Markus Solinger, was sagst denn du jetzt zum Abschluss? Was gibst du für Tipps weiter den Vereinen aus deiner Sicht als Arbeitgeber? Wie sie sollen das Corporate Volunteering einführen oder wie sie sollen daran angehen? Den Vereinen sage ich, wenn ihr euch an Events beteiligen wollt, dann wählt Programm auswählen, wo das Modul Corporate Volunteering überhaupt anbieten tut. Und da ist ja Swiss Volunteers prädestiniert dafür, weil das Modul ausgetestet ist und da haben wir Erfahrungen können sammeln. Und Swiss Volunteers kann ja jedes Mal auf die Webseite draufgehen und schauen, was dort noch alles geboten wird. Was hast du noch ganz kurz, Marc, für Tipps, jetzt nochmal vielleicht zusammenfassend an Verbände und Vereine oder Organisatoren? Ja, ich glaube, man soll offen sein. Also du hast vorher gesagt, 3 Tage im Regen. Ja, das kann natürlich auch ein Erlebnis sein. Also wir haben sehr gute Erlebnisse gehabt im Sonnenschein, aber es macht natürlich auch Eindruck, wenn man dann mal am Morgen um 5 Uhr im Dunkeln irgendwo Skipisten aufläuft und vielleicht kalte Füße hat, sich sogar fragt, was man da macht, aber am Abend dann sich zurückerinnert, das ist das, was bleibt. Das sind wirklich bleibende Erlebnisse und da kann man auch noch 2 Jahre darüber erzählen, was man da alles erlebt hat. Und ich glaube, das sind so die Sachen, wo man eben muss völlig entspannt dran angehen und ohne Erwartungen einfach mal schauen, was passiert. Und ich glaube, wenn ich so die Arbeitgeberbrille aufsetzen tue, wir haben ja ein bisschen Fachkräftemängel heutzutage auf dem Arbeitsmarkt, und wenn eine Unternehmung das Corporate Volunteering Programm schon etabliert hat, und das beim Bewerbungsgespräch und sagen, schaut, wir haben da dann auch noch als HR-Programm, so ein Corporate Volunteering-Programm, dann glaube ich, ist es für den Arbeitgeber ein Plus, um dort eine neue Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer zu gewinnen. Also Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Danke vielmals, Marc Wirz, CEO von Swiss Volunteers. Und danke vielmals, Markus Solinger, Marketingleiter vom VSG-Verband der Schweizerischen Gasindustrie. Danke vielmals. Wie immer gibt es ein ausführliches Infodossier mit mehr Infos auf der Webseite vom ZKS auf www.zks-zuerich.ch. Ich wünsche euch viel Freude und Erfolg bei euren Anlässen. Bis zum nächsten Mal beim Boxenstopp, eurem Vereinssportcast vom ZKS. Tschüss miteinander. ZKS Boxenstopp, der Vereinssportcast.